Auch heuer war das große Fest im Rathaus der FPÖ Wien wieder ein toller Erfolg. Bei freien Getränken und jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten trafen sich Anhänger und Freunde der Freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft, um im wunderschönen Rahmen des alten Arkadenhofs gesellig zusammen zu sein. Und jedes Jahr werden es mehr Besucher, die sich bei dieser stimmungsvollen Veranstaltung einfinden. Der starken Oppositionsarbeit der FPÖ Wien ist es zu verdanken, dass SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl keineswegs mehr fest in seinem Sattel sitzt. Die Stimmung bei den Wienerinnen und Wienern geht immer mehr in eine freiheitliche Richtung. Dort sind für sie die Antworten auf ihre Sorgen und Probleme zu finden. Die Kritik an der rot-grünen Stadtregierung wird indes immer lauter. Die Geldverschwendung muss sich ändern und das Geld für unsere Leute und nicht für alle zugreifen. Ich glaube, dass der Häupl ehrlich gesagt schon lange abgetankt hat, ehrlich. Und da wieder frischer Wind reinkommt, ich mir auch wünschen würde, dass der HC vielleicht zum Bürgermeister werden kann und dass er das Ruder in die Hand nimmt, was ich mir auch in vielen anderen Dingen wünsche, weil ich bin einfach der Meinung, es gehört eine Veränderung her. Auch die Wirtschaftspolitik in der von SPÖ und Grünen geführten Bundeshauptstadt steht bei vielen hier ansässigen Unternehmern im Zentrum der Kritik. Für sie setzt sich ganz besonders die freiheitliche Wirtschaftsplattform FPÖ pro Mittelstand ein. Wir Freiheitliche, wir wollen für unsere Gewerbetreibenden da sein, wir wollen ein Ohr an der Basis haben, wir wollen uns um die Probleme kümmern, wir wollen vor allem eine starke Interessenvertretung haben, weil die, an der leidet es hier in Wien, wir Unternehmen haben keine Interessenvertretung, die sich für unsere Probleme annimmt. Das wollen wir ändern mit der Wahl der Bitte eine Stimme für FPÖ pro Mittelstand im Februar 2015. Die Wiener sehen sich derzeit mit einer Entwicklung in ihrer Stadt konfrontiert, die bei vielen auf keine Gegenliebe stößt. Der Clubobmann der FPÖ im Rathaus fand treffende Worte, die Linie der Freiheitlichen zu skizzieren, die dem etwas entgegenhalten will. Die Wienerinnen und Wiener haben alle Sehnsucht nach Normalität. Immer heißt, die Freiheitlichen sind die Rechten und die Extremen. Dabei kommt es mir vor, wir als politische Bewegung sind mittlerweile im politischen Spektrum die einzig Normalen. Was ist daran nicht normal, für die eigene Heimat einzutreten? Ist es nicht normal, für die eigenen Menschen hier im Land einzutreten? Ist es nicht normal, die eigene Sprache zu schützen? All das ist normal und dafür stehen wir. Wir stehen schlicht und einfach für die Normalität in diesem Land. Die anderen, naja, das kann man sich selber aussuchen, wofür die stehen. Anscheinend nicht für die Normalität. HC Strache beleuchtete, dass vieles von dem, was von den Menschen als nicht mehr normal und befremdlich empfunden wird, seit Jahren seitens der SPÖ unterstützt und gefördert wird. Wir haben in Wien heute eine Situation mit 130.000 Arbeitslosen, mit über 153.000 Mindestsicherungsbeziehern. Das heißt, die Stadt ist heruntergewirtschaftet, die Menschen verlieren hier ihre Arbeit. Der Wirtschaftsstandort Wien ist so schlecht wie nie zuvor durch unzählige Verteuerungen im Gebührenbereich, Gebührenbelastungen. Und alle möglichen Vereine werden subventioniert, wo wir heute schon in Wien 21 salafistische Kindergärten haben in der Stadt. Da werden islamistische, radikal-islamistische Strukturen finanziert, subventioniert mit unseren Steuergeldern. Und hier haben wir heute in Wien ein Zentrum dieser radikalen Islamisten bereits, weil die SPÖ, aber auch die Grünen jahrelang diese Strukturen hier unterstützt haben und auf deren Wähler gebaut haben. Die Hoffnung, dass sich unter einer freiheitlichen Stadtregierung für die Wiener wieder vieles zum Besseren wenden wird, ist groß. Ich hoffe, dass HC Strache auf alle Fälle 33,3% bekommt und ihm das Vizebürgermeisteramt verfassungsmäßig zusteht und viele Änderungen, Parkplätze, Integration, die Schule, die Bildung. Es kann kaum einer Deutsch auf der Universität die Kopftücher. Man fühlt sich nicht mehr wohl als Einheimischer. Wenn man HC Strache stärkt, dann wird das rot-grüne Wien einfach abgewählt und es kommt endlich die soziale Heimatpartei FPÖ an die Macht. Das würde viel sozialer sein, die Familien würden mehr Geld in der Kasse haben, die Wohnungsmieten würden hinuntergehen und auch die Pensionisten würden endlich wieder ihren Heizkostenzuschuss bekommen. Also wenn der Häupl so weitermacht mit seiner Vasilako, dann wird sehr viel passieren. Ja. Da könnte schon ein Erdrutsch passieren.